Ja, wir müssen tatsächlich noch mal rein. Da hätten wir vielleicht doch nicht so schnell sterben sollen im letzten Part. Das war ein bisschen unglücklich. Schmerzhaft? Ja, komm, komm, mach mal noch mal. Hi Leute und herzlich willkommen zum Part 18. Müsste Part 18 sein. Ab heute sind wir volljährig. Ab heute ist Amarak volljährig. Nee, der hatte nicht... Das ist ja gar nicht machbar. Mein alter Magier hieß ja Amarak. Ah, ja, unsere Yeti hier, die... Part 18 volljährig, der Amarak, der gibt's ja leider nicht mehr. Was ist denn da, Alter? Was ist denn hier los? Die mögen mich nicht, habe ich das Gefühl. Die mögen mich alle nicht. Ach komm. Alter, wir sollten... Shit. Du bist aber auch mies, ey. Du klebst und... Nee, komm. Nee. Lieber vier... Ach, das ist ein... Das kannte ich auch noch nicht. Wiederbelegungsplatz hier hinten? Okay, ich dachte, wir kommen jetzt da unten rein. So, so. Interessant. Sterb, 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 sterb! Nein, die Kugel schon wieder. Schnell weg. Nein, da kommen sie von hinten wieder. Wir sollten hier nicht einfach durchrennen, das ist eine ganz blöde Idee gewesen. Ich will doch nur schnell hier die Kugel fertig machen. Und das Level steigt und steigt und steigt. Hilfe! Wir sollten dringend noch ein bisschen die... Was sind denn das für Viecher? Blaue? Ah ja. Hui! Schnell, schnell, schnell den Crit erhöhen. Schnell den Crit erhöhen. Ah, jetzt wird schon weniger. Crit? Ja, sind wir schon mal 45%. 45% Crit. Wir haben 4000 Leben und 1000 Angriffsschaden. Die Wahrscheinlichkeit ist mal schon... Das ist übertrieben einfach. Ich meine, wenn wir jetzt PvP spielen würden, könnten wir uns selber ruckzuck umfängen. Aber im PvP zählt das ja zum Glück anders. Und das wissen ich meine, zählt auch nicht. Willkommen, Lüfter, zum 18. Part. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Leider wird die Uhr jetzt nicht klingeln. Heute in diesem Part. Dafür reicht die Zeit nicht. Oh, hier ist ja kein Gegner. Ich dachte, da wäre noch einer. Ich glaube, wir müssen hinten den Drachen rufen, gell? Diesen einen Drachen. Ich meine, das war die... Habe ich euch schon mal erwähnt, warum ich die Vernichtung so geil finde? Wenn wir jetzt komplett auf Crit gehen und wir machen... Irgendwann geht ja bei nur 80% geht es ja. Und was sagt der jetzt? Jetzt pulsiert das wieder. 63% zusätzlicher Schaden. Das wird lustig, Leute. Ich sag's euch, das wird sehr lustig. Vor allem obenrum, wenn die Crit nicht mehr so stark steigen, aber der kritische Schaden steigt. Bei Alcaraz habe ich Faktor 3 oder 4, meine ich. Weiß es nicht genau. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das macht super viel Damage. Und wir sind hier immer noch am Leveln. So, wie war das? Einmal anklicken, nochmal anklicken und nochmal anklicken. Und dann kommt der böse, böse blaue Drache. Als ich das erste Mal gegen den gespielt habe und den gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, so, was ist das? Dracula, Dracula, Dracula. Das ist Dracula, nur in Drachenform. So, so. Hat eine Magierkapuze getroppt. Toller Mensch. Ja, das will ich jetzt nicht machen. Besiege alle drei. Nee, wir wollen ja nur questen. Wir wollen ja nicht farmen. Kingshill Level 0. Ach, da müssen wir auch nochmal hinlatschen. So, das war's. Aber ich mach's anders. Statt zurück zu porten und wieder hin und her zu rennen, gehen wir hier einfach kurz raus und gehen in die nächste Tür dann rein. Wir nehmen uns aber den einfachen Weg, der schon geklärt ist. Ich will jetzt nicht so lange rumkämpfen. Wieder eine 140, 150. Ach ja, stimmt, wegen Überfüllung geschlossen war ja hier hinten. Lass nicht durch, ich bin Arzt.
Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Das funktioniert so nicht. Nee, dann gehen wir lieber Gold aus. Dann machen wir das Fenster auf, halten den Arsch raus, kacken ein paar Goldstücke und dann sind wir schon da. Haha. Das tut weh. Das gibt eine Narbe für immer. Ah, sehr schön, keine Quest mehr. Gut, dann ist Tegernsruh offiziell abgehakt. Oh, ah, da ist unser Leben, Leute. Ja. Oh nein. Der gute Güldenhornhelm. Nein, wir müssen uns verabschieden. Ich habe ihn so gemocht. Was ist denn der überhaupt wert? 111 Gold. Nee, komm, einfach aus Praxis, einfach aus Praxis. Ich weiß jetzt schon, wie ich den Teil nennen kann. Tschüss, Güldner Helm Forever. Das brauchen wir sowieso nicht so. Du kriegst einen Ehrenplatz bei uns. Ach komm, hier, den brauchen wir ja auch nicht. Weg damit. Da können wir auch gleich mal die St noch ein bisschen aufräumen und ja, wir sollten irgendwie langsam mal anfangen, ein paar Steine zu verbessern. War die da nicht drin? Was ist denn hier los? Ach, da. Ist clever, nicht die Tränke hier hinten hinzuschieben. Mensch. Ja, das ist so ein bisschen Feinarbeit muss man manchmal auch machen. So, dann packt man noch die da rein. Ach ne, die sind ja schon da. Ups. So, das können wir verkaufen. Die dicken Steine, die tragen wir dann immer mit uns rum. Stimmt, die habe ich ja alle zerlegt. Genau, ja, genau. Nur die haben wir behalten. Die Widerstände, die machen wir erst später. Da können wir auch gleich noch ein paar Staub herstellen, ne? Eigentlich. Warte mal, wie ging es um? Ich war das. Bop, bop, bom, wie ging das reinziehen? Stop, genau hier, stopp. Nee, das ist verbessern. Ups. Man muss edel. Wo war das nochmal? Warte. Ich hab das vergessen. Wo war das nochmal? Edelsteine? Nee. Ich will Staub herstellen. Wie kann man nochmal. Ihr wisst es. Ich weiß es auch, aber ich hab's vergessen. Da. So. So, und wie ging das jetzt im Schnellvorgang? So. Peinlich, Alter. Ich wäre schon fast. Fast auf meinem Stuhl noch einen Zentimeter kleiner geworden hier. Da kann ich mach's wahrscheinlich auch total, wie sagt man, ineffizient hier. Ich habe keinen schnelleren Weg bis heute gefunden. Ja, ich verglüh die alle mit den Widerständen, weil ich die besonders beim. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die beim Boss Rushes sich speziell ausstatten muss. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn man Eiswiderstand bei Herold mit dabei hat. Eigentlich nicht. Aber da ich das alles noch nicht hatte und mit dem Armarak. Ja. Mit dem Yeti hier das sowieso nicht machen werden, brauchen wir das auch nicht. Gleich geschafft. Jetzt schmeißen wir wieder unser Gold zum Fenster raus. Oh, neun Stück. Und dann müssten wir auch genug Zutaten haben. Nicht mal dann die Steine. Also genug Zutaten, funkelnder Staub, damit wir die Steine dann hochziehen können. Da werden wir als erstes natürlich die Schadenssteine nehmen und die. Ach, wir haben sogar einen Unique gekriegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also so ein Neben-Unique, so ein kleines Ding, so ein blaues. Ja, findet man auch mal ab und an. Das ist. Oh. 150 Kritti. Den. Das ist jetzt nicht so viel, aber das ist mehr als gar nichts. Das könnten wir mal. Wie weit können wir eigentlich die Steine schon verbessern? Mal so eine kleine andere Frage. Hier können wir nur kaufen. Ach nee, Blödsinn. Ja, man muss ja her. Klopf, klopf. Alles noch da, Max? Ja. Man muss ja. Genau. Wo war der Keks? Halt! Das war. Nein, das war hier in. Wo war denn das? Hier. Genau. Da muss man es hier reinziehen und dann kostet es Geld. Genau, okay. Ich glaube aber, man kann nur bis strahlend am Anfang bauen, mein ich. Halt! So. Oh, Alter, Level 35. Noch ein gutes Item. Klasse. Ach, das gleiche ist das. Okay. Leben, Rüstung, Blockwertung, kein Schaden. Ey, ist es das 11 Schaden wert? Ja, Geld, das sind 300 Leben, dann kommen, da sterben wir nicht mehr so schnell. Hallo, anziehen.
Danke. Okay. Ach, da waren auch schon 200 Leben drin. Ja, okay, 100 Leben mehr, aber das ist auch noch besser als gar nichts. Eine Rune, Rüstungswert. Können wir die auch schon ausstatten? Wo war denn das? Hier. Tatsächlich. Ja, jetzt passt mal auf diesen Rüstungswert hier auf, ne? Wow! hier, doch, ja, hier. Klasse. Wahnsinn. Da haben wir was vergessen. Da hat der Kugelschwert nicht rein. So. Genug Kleinkram gemacht. Jetzt geht's weiter. Aber nicht schlecht, muss schon sagen. So. Mist. Okay, dann kürzen wir ab. Dann rennen wir kurz bei Tegans Ruhe rein, weil wenn man die Drachenkaverne. Da kommen wir unten raus, dann müssen wir mit dem ganzen Weg latschen. Kleiner Nebeneffekt, der ganz praktisch ist. Gehen wir hier rein. Also wir porten hierher, gehen wir hier raus. Ah, ja, Infernal, ist klar, ist klar. Wir wollen. Wir wollen mit einem Schuss sterben. Nach einem Schlag. So, und dann ein bisschen Ladezeit. Hier raus und dann hier drüben gleich wieder rein. Huh. Und ich natürlich, ich Idiot, auf schmerzhaft. Beim Farmen wäre das echt besser, wenn wir nicht die große Schwierigkeit nehmen. Ne? Wie viele Quests haben wir denn jetzt hier eigentlich? Nach Kingston müssen wir auch noch, genau. Verborgenes Heiligtum, Drachenkavern. Drachenkavern, das ist jetzt hier und dann 1, 2, 3, 4. Verborgenes Heiligtum. Ah, die Hauptquestreihe geht erst unten weiter. Ein Toten angucken. Schnell nochmal rausrennen. Nochmal die Quest aufmachen. Berichte den langen. Nimm ein Ei der Drachenbrut. Wo ist das? Da unten. Okay, genau. Das war das. Die rennen sowieso überall rum. Und die Drachen, also wir können uns im Prinzip einmal durchboxen. Müssen wir ja sowieso, weil die Abkürzung hier haben sie von damals rausgenommen. Bam, dann machen wir mal das Ei rein. Obwohl ich eigentlich weiß, wo das ist. Komisch, wo sind die ganzen Viecher hin? Ah ja, da sind sie. Ich vergesse immer wieder nach Besiegung, habe ich keinen Mana für die Vernichtung. Nutzt auch lieber den Kettenblitz, aber wenn die Gegner fast tot sind, brauchen wir das Leben. Das bleibt doch mal stehen. Nicht zu mir laufen. Ach, so scheiße, der Mächter, der zieht einfach keine Akku mehr. So schade. Das kann man nicht mal skillen, das haben sie komplett rausgenommen. So traurig. Ich glaube, hier ist gerade der Schuss ein bisschen verbuggt. Ah, jetzt ist er gerade. Ja, der Lüfter, der will auch nochmal seinen Kommentar abgeben. Komischerweise, obwohl es im Sommer wärmer ist, läuft der Lüfter im Winter genauso. Ah, stopp, halt. Ja, das dauert noch zu lang. Boah, auch noch so ein Giftvieh. Halt, stopp. Eigentlich was anderes. Nein, jetzt rennt der weg. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, dass wir keine Heiltränke gebrauchen? Kein Problem. Wir brauchen ja keinen. Wir warten hier einfach jetzt 2 Minuten. Kein Problem, bis wir wieder voll regeneriert sind. Heiltränke sind was für Anfänger. Da gibt es doch so ein geiles Sprichwort, ne? Autsch! Ja, komm, renn du auch noch weg. Nee, so. Da gibt es ein geiles Sprichwort. Anfänger machen Fehler. Ich sag euch was. Könner produzieren Katastrophen. Ich bin Könner, natürlich. Ist doch ganz normal. Ich produziere Katastrophen. Ich meine, hättet ihr was anderes erwartet? Das war die falsche Taste. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Eigentlich wollte ich den Wächter da schon hinschieben. Ich merke, Schmerzhaft war eine super Idee. Schmerzhaft war eine super Idee. Geh mal lieber noch normal rein. Auch wenn das viel zu langweilig ist, aber. Ah. Ich scheitere ja schon am ersten Champion. Das kann's nicht sein. Scheiße.
Ah. Das gibt noch eine Narbe für die Ewigkeit. Immerhin, wir haben zwei Items gefunden. Ja, wir haben ein bisschen was getötet. Aber nur ein bisschen was. Ah, guck mal, da kommen wir jetzt. Jetzt können wir wieder Heiltränke. Ach, das sind die. Ah, ja, genau. Das sind die Roben da in der Mitte, in diesem Raum. Die man, wo man was drauf. Wo man auf diesen. Na, komm. Entweder müssen wir die Roben kaputt machen oder wir müssen Roben aufhängen. Und dann tauchen dann die Drachen auf. Die beschwören wir damit. Mein ich. Nee, komm. In den Part, da muss noch was Vernünftiges rein. Irgendwas. Es würde zeitlich verpassen. Noch schnell so 4-5 Minuten. Jetzt schnell rein. Schnell kurz alles. Zack, 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 zack. Einmal durchfegen mit den Quests und dann wieder raus. Ja, jetzt seid ihr nicht mehr so stark, ne? Oh, jetzt habe ich aber Angst. Oh je, und wenn ich das Level angucke, die EP. Und jetzt noch? Den goldenen Drachen, den gab es den hier oben auch, oder war das erst in der nächsten Stage? Hallo? Da, da sind ein paar. Das wissen wir auch. Moment, ich wollte eigentlich. Hier, Moment. Wir müssten hier irgendwo sein. Eigentlich. Drangewände, sind wir doch drin. Sammle 4 unbeschädigte Kultisten rum, denn dann. Ach ja. Genau. Genau, genau. Wir müssen da erst hin, die Nevis töten, die Roben mitnehmen und dann hier aufhängen. Das ist dann hier irgendwo. Mein ich. Ja gut, dann legen wir jetzt mal einen Rückwärtsgang ein. Reiten nochmal zurück in die Tegernsruhe. Ach ja. Perfekt für. Das sehe ich ja jetzt erst. Perfekt für EP. Knack, Stuhl. Perfekt für PvP, genau. Aber das spiele ich ja sowieso nicht. Und wir kriegen nochmal EP. Ah, stimmt, weil Akaris ja so hoch im Level, im Wissenslevel ist, kriegen wir hier doppelte EP. Ja. EP fürs Wissen. Wissens-EP. Wissens-EP gibt's gar nicht, das ist ja Wissen. Naja, das passt mir jetzt aber nicht in den Zeitplan. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute dieses Ticken im Hintergrund immer hören und sich aufregen, sich denken, Alter, ich habe keinen Bock dazu. Würde ich echt mal wissen. Ey. Am Anfang hat es mich auch gestört, als ich die Uhr in meinem Zimmer aufgehängt habe, aber danach, irgendwann so ein, zwei Wochen später, manchmal morgens wache ich auf, wenn ich die nicht aufgezogen habe, die Uhr, nach so einer Woche oder so, ist ja leer. Sozusagen ist das Gewicht ja unten und das funktioniert ja mit dem Gewicht. Und dann, ach, haben schon, okay, gut. Und dann da wache ich so auf und irgendwie ist was komisch, so irgendwas passt nicht. Und dann liege ich so im Bett und überlege so, bis mir dann auf einmal irgendwann klar wird, warte mal, es ist ja so still. Da fehlt ja was. Da fehlt dann was. Ja, genau da, wo ich. Genau, das habe ich ja gesagt. Da ungefähr in jeder Ecke ist dann. Ihr müsst alle. Ich habe es beim allerersten Mal farmen mit Alcaraz, habe ich es falsch gemacht. Ihr dicken Viecher. So fett ist man Rost doch gar nicht. Habe ich den allerersten Mal den riesen Fehler gemacht. Ich bin einmal rumgelaufen, habe die ganzen Dinger aufgehängt und habe dann nicht gemerkt, dass die Drachen erschienen sind. Und damals war das noch ein richtiges Problem. Da hast du kein Wissen gehabt, da hast du nichts gehabt. Da hast du ein bisschen Leben, ein bisschen Rüstung, das war's. Gut, da gab's auch noch. Doch, Widerstände gab's schon. Aber ey, da hast du dich dann auf den Kopf gesetzt. Hilfe! Hilfe! Guck, bist du langgelaufen? Zack. Ah, okay, dann. Ich weiß nicht, ob man jetzt damals verändert. Oh, das ist. Oh,
Uiuiui, Alter, die auf Schmerz, auf der wäre mal gestorben. Hoch 3. Hoch 3000. Ja, okay, gut. So schlimm war es das dann doch nicht. Ach, die. Ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Entweder tauchen alle von da oben auf. Ja klar, wenn du hier unten anfängst, läufst du durch und auf einmal stehen da drei Drachen. Das ist natürlich richtig gut. Ich wünschte mir, wenn es diese Art von Quest öfters gäbe, dass du irgendwo erst was sammeln musst, um es dann woanders einzusetzen. Knutschi, knutschi! Ja, auf Schmerzhaft wäre das ganz schön schmerzhaft geworden. So, das hätten wir. Berichten. Das Ei kommt jetzt. Jetzt laufen wir noch schnell zu dem Ei runter. Meine Uhr sagt auch schon wieder, wir sind jetzt wieder an der guten Grenze von 20. Oh, schon mehr als 20 Minuten. Ja, ich habe eigentlich kein Problem mit längeren Parts. Beim Hochland dauert es halt ein bisschen länger. Aber jetzt einfach aufhören, mittendrin will ich halt auch nicht. Dann machen wir noch schnell hier die Eier und dann Portmund zurück, auch wenn da noch zwei weitere Quests sind. Und dann geht es dann in den nächsten Part. Das muss, glaube ich, Part 19 sein. Geht es dann weiter. Ihr könnt noch ein bisschen mehr Wissen finden. Das wäre schön. Oh, da stand noch einer. Gleich zwei rasiert mit einem Schlag. Okay. Ach komm, scheiß drauf. Dann machen wir den jetzt auch noch ganz, ganz fixel und dann haben wir gleich vier. Waren es vier? Fünf? Vier? Vier oder fünf? Quest fertig. Los, gib mal ein bisschen Gas, du Pferd. Nitro. Beim Reiten. Füttern wir das Pferd mit so einer Nitro-Karotte und dann. Ab geht's. Nein, falsche Spielerkeit gefasst. So, das war's jetzt aber. So, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, besser gesagt. Und dann geht's im nächsten Mal wieder weiter. Wir müssen wahrscheinlich trotzdem nochmal in die Grafenkaverne rein. Sehr wahrscheinlich. Egal. Tschüss.